Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und als allererstes möchte ich mich mal beim Chris bedanken aus meinem Team. Und ja, vielen, vielen Dank dafür, Chris. Er hat mich gestern in seinem Video erwähnt und ich habe seit gestern über 170 Abonnenten dazu bekommen. Auf jeden Fall super geil. An alle, die von Chris sind, Hashtag supersteif, auch bei mir mal in die Kommentare. Und ja, das ist auf jeden Fall super nett gewesen. Hat mich sehr gefreut gestern auf jeden Fall. Und ich werde seinen Kanal auch nochmal in die Videobeschreibung hauen. Falls jemand nicht von Chris ist, könnt ihr ihn gerne abchecken. Er heißt bei YouTube Smaxi. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung. Ein paar habe ich sogar wiedererkannt vom 12-Stunden-Stream vom Namen her. Die waren mir schon bekannt, zum Beispiel Pato-Fan oder sowas. Also die kenne ich, ein paar kenne ich schon. Auf jeden Fall super geil. Ich hoffe, ihr habt Spaß auf meinem Kanal und seid nicht enttäuscht in irgendeiner Weise. Ja, und heute geht es mit den individuellen Taktiken los. Habe ich euch versprochen, dass das heute kommt. Werde ich euch meine Anweisungen, meine Aufstellung und meine individuellen Taktiken erklären und eben zeigen. Ja, gehen wir auch direkt mal rein. Und zwar spiele ich die 4-3-2-1 als Aufstellung. Ich habe jetzt hier mein Zweitteam im Hintergrund, weil sich natürlich Eriksen im letzten Spiel unbedingt verletzen musste, aber das ist auch egal, es ist ein Einzelspielerspiel, da werde ich sowieso rausgehen gleich. Also wie gesagt, 4-3-2-1 spiele ich normal in der Startaufstellung. Die Anweisungen dafür sind für die Links- und Rechtsverteidiger, also die Außenverteidiger, hinten bleiben bei Angriffen, ganz klar, die sollen auf jeden Fall hinten sein. Ist klar, dass die auch was mit nach vorne machen, aber die bleiben dann einfach ein bisschen mehr hinten. Für die Mittelfeldspieler bis auf den mittleren bleibt es gleich, er bleibt auch hinten bei Angriffen, ist schon eingestellt, weil ich einfach ein bisschen defensiver spielen will am Anfang. Wenn ich dann später zurücklege, stelle ich da natürlich auch wieder ein bisschen um. Und die drei Offensiven in der Aufstellung, Abwehr überlaufen. Ja, Abwehr überlaufen, alle drei einfach. Die sollen Druck machen und die sollen in die Gasse gehen, damit man den Ball durchspielen kann. Da spiele ich auf jeden Fall immer so. Und ja, das waren die Anweisungen für die Formation. Was natürlich auch sein kann, ist, dass wenn es nicht läuft und ich mir keine Chancen erarbeiten kann, stelle ich im Spiel um auf 4-1-2-1-2-2. Die zweite Variante, das ist mit drei ZMs, keinen Flügelspielern. Und da werden die Anweisungen folgendermaßen aussehen. Auch beide Außenverteidiger wieder hinten bleiben bei Angriff. Der Defensive bleibt auch defensiv. Der soll auch hinten bleiben bei Angriffen. Und wie gesagt, wenn ich zurückliege, wird der auch umgestellt wieder auf ausgewogener Angriff oder nach vorne orientieren. Sehen wir dann. Sterling bleibt gleich und die zwei vorne wieder Abwehr überlaufen. Also ihr seht, viel stelle ich nicht um. Ein paar individuelle Anweisungen kann man immer noch individuell anpassen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt zwei Tore zurückliegt in der 70. Minute, könnt ihr auch umstellen, zum Beispiel auf eine Dreierkette hinten, zum Beispiel 3-4-2-1, voll offensiv oder 3-5-2, je nachdem. Also, oder auch 3-4-3, egal, halt eine, Hauptsache eine Dreierkette hinten und stellt dann halt voll offensiv nach vorne. Könnt ihr euch ein Gegentor fangen, aber das ist es dann wert, also solltet ihr das Spiel noch drehen, hat sich es auf jeden Fall gelohnt. Also auch da immer ein bisschen variieren, Aufstellung anpassen, wie das Spiel gerade ist, aber grundsätzlich sind meine zwei Formationen 4-3-2-1 und 4-1-2-1-2, je nachdem, wie ich mit meinem Gegner klarkomme. Kommen wir zu den individuellen Taktiken, und zwar sind die jetzt alle bei 1, die habe ich extra so eingestellt, damit ich das mit euch gemeinsam machen kann. Und ich bin extra im Spiel, weil da steht immer noch ein bisschen was dabei. Zum Beispiel hier, Geschwindigkeit im Aufbauspiel bestimmt die Geschwindigkeit der Angriffe. Das heißt, wie schnell wird nach vorne gespielt. Und ich spiele eigentlich sehr gerne. Und ihr seht, das verändert sich oben. Geschwindigkeit, Aufbauspiel ausgeglichen. Und ich spiele sehr gerne schnell nach vorne. Deswegen spiele ich hier auch schnell. Und zwar mit 78. Da geht es einfach ein bisschen flotter nach vorne. Auch bei den Kontern etc. Ich bin meistens so, dass ich ein bisschen weniger Ballbesitz habe als mein Gegner. Egal, ob ich jetzt gewinne oder verliere. Und deshalb eben ein schnelles Aufbauspiel. Passspiel beeinflusst die Passdistanz und die Unterstützung von den Teamkollegen.
kurz. Das heißt, wenn ich hier Passspiel ganz gering halte, machen die nur Kurzpässe. Das will ich natürlich nicht. Das soll gemischt sein auf jeden Fall. Und 55 habe ich da immer so. Also das ist dann fast die Hälfte, ungefähr ein bisschen mehr. Gemischt zwischen Kurz- und Langpässen. Das heißt, die bieten sich auch ein bisschen anders an, etc. Also das solltet ihr, denke ich, relativ ausgeglichen lassen. Beim Aufbauspiel ist das Positionsspiel geordnet einfach, weil die sollen jetzt nicht kreuz und quer auf dem Platz rumlaufen. Bei der Chancenbearbeitung ist, Chancenerarbeitung natürlich, ist es Passspiel, bestimmt das Risiko der Pässe und die Laufunterstützung. Das heißt natürlich, wenn ich das jetzt gar nicht hoch mache, seht ihr jetzt sicher, ganz sicher, dann spielen die nur ganz sichere Kurzpässe. Die Laufwege werden anders sein, dass jetzt niemand irgendwie mal startet und das Risiko sucht. Und deshalb bin ich hier auf jeden Fall bei 60. Das soll relativ ausgeglichen sein, aber ein bisschen mehr Risiko will ich schon haben. Also, dass die einfach auch mal, wie gesagt, in die Gasse starten und spielen hohen Ball oder spielen Dreiecks, flachen Ball. Das ist auf jeden Fall deshalb bei 60 ein bisschen Risiko muss drin sein. Da sind die Chancen auch besser und wenn der Ball dann ankommt, ist er auch dann drin. Flanken spiele ich nicht oft. Hier ist die Chancenbearbeitung am Anfang bei selten. Ich habe die trotzdem bei normal, aber auf 40 ein bisschen runtergeschraubt. Kann ich eventuell vielleicht noch ein paar runtergehen, so auf 36. Je nachdem, könnt ihr auch immer individuell für euch anpassen. Wie gesagt, jetzt Chancenerarbeitung per Flanken normal. Ich flanke sehr, sehr, sehr selten, also wirklich. Schussverhalten, die Tendenzhäufigkeit von Schüssen, das heißt, wie oft schießen eure Spieler, auch inwiefern erarbeiten die sich, sag ich mal, eine Schussposition. Wenn jetzt jemand außerhalb vom 16er ist, und dann schießt er normalerweise gar nicht, wenn ihr das nicht hochgestellt habt. Und ich habe hier oft eingestellt, die ist bei 70, das Schussverhalten, weil ich einfach aufs Tor schießen will, ganz klar. Egal von welcher Position, ich mache auch gerne mal Fernschüsse. Von daher schießen sehr hoch und Positionsspiel regelt die Freiheit der Spieler in ihrer Position im vordersten Drittel des Feldes. Das heißt, sobald ihr richtig in den Angriff kommt, inwiefern dürfen eure Spieler da variieren, Positionen wechseln. Und da spiele ich einfach freie Wahl. Die können sich frei entscheiden, wie die sich vorne bewegen. Weil wenn es auf den gegnerischen 16er zugeht, ist es egal, wo wer spielt. Da sollen die wechseln, wie es gerade passt und eben die besten Chancen rausspielen. Deshalb hier freie Wahl. Druckverteidigung legt fest, ab welchem Punkt das Team anfängt zu verteidigen. Das heißt, ist das jetzt auf 1, dann steht die Viererkette, die Abwehrkette ganz hinten, wahrscheinlich am 16er und bleibt auch dort stehen. Das wollen wir natürlich nicht, dann ist zu viel Platz im Mittelfeld. Deshalb spiele ich den Druck hier auf 55, das ist Mittel, das heißt, die verteidigen nicht zu früh und auch nicht zu spät. Wie gesagt, dass die, sag ich mal, zeigt an, wo die Abwehrkette steht, wenn ein Gegenangriff kommt. Das heißt, wenn ihr hier auf 100 geht, dann stehen die an der Mittellinie zum Beispiel. Und wenn dann ein hoher Ball kommt, dann ist der Gegner durch und da kommt auch keiner mehr nach. Das ist ganz klar, deshalb hier auf 55 ungefähr oder auf 50, kommt immer drauf an, wie gesagt, wie es euch liegt. Ich gucke mal gerade nochmal genau nach. Ja, habe ich hier sogar auf 45 gehabt, also dass die schon ein bisschen tiefer stehen. Ist aber immer noch mittel, also wie gesagt, zwischen 45 und 55 habe ich das und verändere das auch ab und zu mal pro Spiel. So, dann Aggressivität. Zustellen beeinflusst die Verteidigungshaltung gegenüber dem Ballführenden. Das ist jetzt auf Zustellen, das heißt, die stellen die Passwege zu. Dann kommt Druck auf jeden Fall und mit Druck will ich gern spielen. Also ich will, dass, wenn ich den Ball verliere, dass direkt Druck dagegen kommt. Nicht so viel, aber trotzdem Druck. Deshalb hier auf 53 ein bisschen verändert. Wenn er jetzt auf 72 geht, dann doppeln die. Das heißt, verliert ihr den Ball, gehen direkt zwei Spieler von euch drauf und dann ergeben sich natürlich viel zu viele Räume für den Gegner. Das ist halt dann sowas, weiß nicht. Es gibt Leute, die spielen so sehr, sehr aggressiv.
ist nicht mein Spielstil. Ich spiele lieber auf normalem Druck, relativ ausgeglichen, und damit komme ich ganz gut klar. Und dann zu guter Letzt verschieben, bestimmt wie weit sich das Team in Richtung Ball verschiebt. Das heißt, kommt jetzt ein Seitenwechsel, rennen dann alle hin, zum Beispiel kompakt wäre das jetzt, die stehen relativ eng zusammen, die Mannschaft, und schieben alle zum Ball. Das will ich eigentlich nicht. Deshalb normal verschieben sollen sie hier, aber auf 35. Man kann jetzt zum Beispiel auch noch machen, dass die breit verschieben. Das heißt, wenn jetzt ein Seitenwechsel kommt, wird der Außenverteidiger fast gar nicht verschieben. Der wird dann auf seiner Position bleiben. Aber das will ich nicht. Die sollen schon verschieben. Beim Seitenwechsel ist man normalerweise auch schnell genug wieder auf der anderen Seite. Deshalb hier 35, auch nicht unbedingt viel. Die sollen auch relativ kompakt stehen. Aber ja, nicht zu eng. Und als Verteidigungsstrategie will ich Abschirmen machen, ganz klar. Das ist dann Manndeckung. Abseitsfalle ist eigentlich zu risikoreich. Also wer mit Abseitsfalle und hoher Aggressivität spielt und vielleicht noch hohem Druck, das ist sehr, sehr gefährlich. Also da kann man ganz schnell mal einen Konter fangen. Und ja, deshalb auf Abschirmen, das ist eigentlich die sichere Seite. Ich will lieber, dass meine Abwehrspieler hinten bleiben, und dann kann ich im Mittelfeld nachlaufen und meistens dann in Überzahl verteidigen. Das liegt mir einfach mehr. Ja, das war zudem meine Taktiken, meine individuellen. Natürlich könnt ihr jetzt nicht sagen, ich übernehme die einfach so. Klar könnt ihr das sagen, aber ihr müsst die auch in ein Stück weit an euren Spielstil anpassen. Also nicht jeder spielt jetzt gerne hohe Geschwindigkeit zum Beispiel. Vielleicht spielt einer mehr auf 50 Geschwindigkeit, weil er mehr Pässe macht. Vielleicht will jemand mehr Flanken, dann müsst ihr natürlich die Flanken von 38 hoch machen. Wenn ihr nur über Außen spielt, zum Beispiel bei einer 4-3-3-Formation und viel über die Flügel macht und vorne einen großen Stürmer drin habt, dann müsst ihr natürlich die Flanken auf 60, 70 machen zum Beispiel, wenn ihr das gerne so spielt. Da bringt es natürlich nichts, wenn ihr 38 Flanken habt und wollt nur in den Strafraum flanken. Aber das sind meine individuellen Taktiken, mit denen spiele ich. Wie gesagt, ein bisschen verändere ich die als mal. Aber ansonsten, wirklich, komme ich ganz gut damit klar. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Und ja, das war's von mir. Nochmal vielen Dank an Chris. Auf jeden Fall super geil. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Heute Abend kommt noch eine Folge Draft to Glory. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da, würde mich sehr freuen. Haut rein, ich bin raus. Ciao.